Herzlich willkommen zu einem neuen Agrarhäute-Expertengespräch. Wir haben Ende Oktober und der Winter rückt definitiv näher. Mich interessiert, wie er eigentlich wohl werden könnte. Die ersten Prognosen sind raus und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Peter Laufmann aus der Redaktion. Peter, erklär mir doch mal, Schlitten rausholen oder lieber die Badehose? Ja, zunächst einmal, also solche langfristigen Prognosen, wie die jetzt der nächste Winter werden könnte, ergeben sich ja aus Wettermodellen, wie sie zum Beispiel die amerikanische Wetteragentur oder auch die Europäer berechnen. Die Basis für solche Prognosen sind immer ganze Berge von aktuellen Daten und eben auch früheren Verläufen bei diesen oder jenen Wetterbedingungen. So eine Prognose gibt immer einen Trend an, aber ein Trend heißt nicht, dass es im Winter auch mal nicht sehr viel Schnee oder auch eine sehr milde Episode geben kann. Also Schlitten ja, Badehose vielleicht auch. Alles klar. Was sagen denn die Modelle bisher voraus? Ja, es ist momentan so ein bisschen eine Diskrepanz. Das europäische Wettermodell zeigt zum Beispiel jetzt schon einen Kaltluftvorstoß Anfang November und es gibt Anzeichen für mehr kalte Luft und Schnee im Winter. Und das unterstreicht auch die Wiederkehr des Wetterphänomens La Niña. Das löst den El Niño-Effekt wieder ab. Und La Niña bedeutet im Allgemeinen für Deutschland eher einen kalten Winter. Aber das große Aber ist, dass das amerikanische Modell in seiner neuesten Trendberechnung zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, ne? Demnach bekommen wir durchgehende milde Temperaturen von Dezember bis Februar. Man rechnet in dem Modell sogar mit 2 Grad mehr als im Klimamittel von 1991 bis 2020, was eh auch schon ein sehr warmer Zeitraum war. Und zu diesen milden Temperaturen kommt auch sehr viel Regen im Dezember und im Februar. Und das heißt, mild, nass und stürmisch ist der Tipp der Amerikaner für unseren Winter 2024-25. Und wem soll man nun glauben? Naja, wie eingangs schon gesagt, langfristige Prognosen können nur Trends zu einem aktuellen Zeitpunkt widerspinnen oder weiterspinnen. Na? Entscheidend für unser Wetter ist immer in der Regel die Lage der Hochdruckgebiete. Liegt zum Beispiel so ein Hochdruckgebiet über den britischen Inseln, dann kommt eher kalte Luft von Norden zu uns nach Deutschland. Wenn aber das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa liegt, dann bedeutet das in der Regel, dass Osteuropa eher einen kalten Winter kriegt und wir eher einen milderen. Und bleibt das Wetter so wechselhaft oder? So sieht es im Moment aus, ne? Also die Modelle sind ja ein bisschen unterschiedlich und selbst wenn die Modelle, also wie das amerikanische Modell, einen sehr milden Winter vorhersagen, kann es natürlich auch zu Kälteeinbrüchen kommen, ne? Und im Grunde genommen sind sich die Modelle nur einig in der Möglichkeit, dass es sehr turbulentes Wetter geben kann. Wir erinnern uns nur an den letzten Winter. Der letzte Winter war auch sehr warm. Aber Anfang Dezember ist zum Beispiel München ja komplett im Schnee versunken. Und so etwas ist natürlich auch für den kommenden Winter denkbar. Aber die Ausgangslage spricht im Moment nicht unbedingt für einen, ich sag mal, monatelangen frostigen Winter. Ne? Wir haben das wärmste Jahr, 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Wir haben eine warme Nordsee, relativ warme Nordsee. Wir haben ein relativ warmes Mittelmeer. Und es bräuchte schon sehr viel Polarluft, um da mit den Temperaturen wirklich dauerhaft runterzukommen. Ich würde sagen, 2024, 25, der Winter ist eher eine schlechte Saison für Schneemänner. Alles klar. Peter, vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal.